Hallo und schön, dass ihr wieder bei dem Video dabei seid. Heute gibt es mal ein etwas anderes Format. Heute sollte eigentlich meine Buchwunschliste online kommen, aber da demnächst oder schon online gekommen ist, ein Video zu auch Buchwünschen, habe ich mir gedacht, ich mache was anderes. Und ich hatte gestern so eine Eingebung, weil ich irgendwie ganz viele Bücher habe, die ich gerne kaufen wollen würde, aber bisher noch nicht reingelesen habe. Und deswegen auch nicht weiß, ob ich sie mir nur irgendwie ausleihen soll oder als E-Book oder ob ich sie auch als Buch hier stehen haben möchte. Deswegen habe ich mir mein Kindle gestern geschnappt und einfach mal durch den Kindle-Shop geschaut und geguckt, welche Bücher sich spannend anhören und ich vielleicht in mein Bücherregal aufnehmen möchte und mir einfach die Leseproben runtergeladen habe. Im Prinzip wird es ein Dry Chapter mit den Leseproben. Das ist ja meistens das erste Kapitel. Ich weiß nicht genau, wie viele Bücher ich mir durchlesen werde. Ich mache eine Liebesroman-Edition jetzt in dem Falle, weil mich das meistens am meisten anspricht. Und ich weiß auch noch nicht genau, welche Bücher ich mir anschauen werde, weil ich einige Leseproben runtergeladen habe. Ich werde euch das aber alles vorab sagen. Genau, und ich werde wahrscheinlich jetzt, beziehungsweise ihr habt das Outfit wahrscheinlich schon in einem anderen Video gesehen oder werdet es noch sehen. Ich drehe das Video ein kleines bisschen vor, einfach weil ich es noch schneiden muss für den Adventskalender und es sonst ein bisschen stressig wird. Ich werde auch im Laufe des Tages ein bisschen mein Outfit wechseln, weil ich jetzt das erste Kapitel von einem Buch lesen werde und dann zum Pferd gehen werde und mich dann dementsprechend umziehe. Und dann habe ich keinen Lippenstift mehr drauf, die Haare sind anders und so weiter und so fort. Lasst euch da einfach nicht stören, aber ich werde das Video im Laufe des Tages drehen und auf jeden Fall 5 Bücher mit aufnehmen und gucken, wie mir das gefällt und euch auch dann meine Meinung dazu sagen. Und natürlich werdet ihr auch erfahren, welches Buch das sein wird. Und ja, einfach mal schauen, wie viele Bücher dabei rankommen. Und probiere das Ganze einfach mal aus. Wenn euch das Video gefällt, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder lasst einfach einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich darüber auch Bescheid und kann das dann in nächster Zeit auch nochmal mit anderem Genre ausprobieren. Oder wahrscheinlich habe ich auch nochmal eine Liebesroman-Edition mit Neo-Adult, Young-Adult, Erotik, keine Ahnung, was da, also so das Genre halt eben. Ich schaue gerade mal, mit welchem Buch ich als erstes anfangen werde. Okay, ich glaube, ich habe mich entschieden und werde mit Maybe This Time und Auf einmal ist alles ganz anders von Jennifer Snow anfangen. Das ist der Auftakt einer Reihe und zwar der Colorado Eis-Reihe. Ich weiß nicht, wie gut ihr das Cover jetzt sehen könnt, aber ich glaube, es sollte auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Da werde ich jetzt mal ins erste Kapitel reinschnuppern und gucken, wie mir das gefällt und euch dann auf jeden Fall berichten. Okay, ich habe jetzt die ersten 2 Kapitel von Maybe This Time, dem ersten Band von Jennifer Snow, gelesen. Und ich habe das Buch bzw. das erste Kapitel zum Teil schon mal irgendwann gelesen. Ich glaube, es gab irgendwann mal bei der Lesejury eine Leserunde zu dem Buch. Und da habe ich mir die Leseprobe schon mal angeguckt, weil die ersten Teile kamen mir sehr bekannt vor. Und ich habe mich damals schon für das Buch interessiert. Ganz kurz zum Inhalt. Es geht um Abigail Jansen, die einen neuen An Neuanfang wagt nach ihrer Scheidung. Und zwar kehrt sie zurück in ihre Heimatstadt Glenwood Falls mit ihrer Tochter Dani. Und sie hat jetzt nach dieser Trennung eben, die sehr schmerzhaft für sie war, ja, die Nase voll von Männern und dann trifft sie eben auf Jackson Westmore, ja, den sie aus ihrer früheren Zeit schon kennt und ja, dem sie öfter aneinander geraten ist und ja, er lässt jetzt ihr Herz trotzdem höher schlagen. Hört sich sehr spannend an. Ich glaube, man liest die Geschichte aus ihrer Sicht, also einmal aus Abigails Sicht und einmal aus Jacksons Sicht, was mir sehr gut gefällt, was ich auch immer sehr gerne mag, weil man so eben die Handlungen und die Gedanken beider Charaktere einfach irgendwie besser nachvollziehen kann. Ich mag auch, dass Abigail zum Beispiel schon 29 ist. Das finde ich sehr erfrischend. Ich ja, mag das einfach sehr gerne. Es ist einfach mal was anderes und es ist eine, ja, es geht auch wieder um Sportler, denn Abigails Ex-Mann ist Eishockeyspieler, beziehungsweise, ja, Eishockeyspieler, ich glaube, er ist Eishockeyspieler. Es geht auf jeden Fall um Eishockey und er reist mit denen eben durch die Gegend und er hat einige Affären, deswegen haben sie sich eben getrennt. Der Schreibstil ist super locker, man kann super gut vorankommen. Es ist sehr einfach geschrieben und es gefällt mir bisher echt gut. Ich glaube, das Buch werde ich mir mal auf meine Liste schreiben und mir mal genauer angucken. Vielleicht hole ich es mir auch als Kindle, da kostet es nur 5 Euro. Also als E-Book, da kostet es nur 5 Euro. Ich weiß nicht, was es regulär kostet, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, welches Buch ich jetzt als nächstes lese, weiß ich noch nicht genau. Ich habe hier noch einige Liebesromane drauf. Eventuell werde ich mich an von Cinder und Ella hört man ja momentan relativ viel. Ich weiß gar nicht genau, worum es hier geht. Geschrieben von, warte, ich schau mal, von Kelly Oram, Cinder und Ella. Und es ist, es geht um Ella, die ein hartes Jahr hat. Ihre Mutter ist gestorben bei einem Autounfall und sie hat nur knapp überlebt. Und nach ja, sehr vielen Klinikaufenthalten zieht sie dann eben nach, zu ihrem Vater und seiner neuen Familie. Dabei will Ella eigentlich nur eins, und zwar, dass alles so ist wie früher. Genau, sie vermisst eben ihre Mutter, ihren heißgeliebten Bücherblock und Cinder, ihren Chatfreund. Und ja, Cinder ist eben, nehme ich mal an, Brian Oliver. Er ist ein Star im Hollywood-Himmel. Das hat eben auch so seine Schattenseiten, denn er hat sehr, sehr wenige Freunde und er vermisst auch seine Chatfreundin Ella, mit der er unter, ja, und sie heißt dann, genau, und er heißt eben auf bei dem Chat Cinder. Oh, ich fasse das alles gerade richtig blöd zusammen. Die Bücher sind übrigens auch alle in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr euch da den Klappentext durchlesen, wenn ihr nicht versteht, was ich hier von mir stammel. Auf jeden Fall gab es ein Jahr Funkstille und plötzlich meldet sie sich, glaube ich, wieder bei Brian und ja, ihm wird dann eben langsam klar, dass er mehr möchte als Freundschaft. Das Buch hört sich unglaublich spannend an. Ich finde auch das Cover sehr schön. Es ist sehr schlicht. Ich kann es euch gerade mal zeigen, wenn ich zum Anfang komme. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Ja, man hört ja aktuell sehr viel von dem Buch und das gefällt sehr vielen Leuten. Ich werde das Buch als nächstes mal lesen, beziehungsweise die ersten Kapitel, die ersten zwei wahrscheinlich wieder lesen und euch dann davon berichten. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich als erstes zum Pferd fahren und danach in das Buch lesen und euch davon berichten. Das heißt, mein Look wird sich sehr wahrscheinlich gleich ändern. Wahrscheinlich werde ich das Video auch noch morgen weiterdrehen, weil ich heute nicht alle Bücher schaffen werde wegen dem Licht. Aber das werdet ihr dann alles erfahren. Es wird auch ein bisschen mehr so in den Vlogs, die also einfach mit ein paar Schnipsel aneinander geschnitten. Ich glaube, das ist ganz interessant. Und ja, ich melde mich, wenn ich das Buch dann gelesen habe. So, da bin ich jetzt wieder und habe Cinder und Ella von, wie heißt sie, Kelly Oram? Ich glaube, so hieß sie, gelesen. Oh Gott. Genau, Kelly Oram gelesen. Genau, worum es geht, habe ich ja schon gesagt. Es hat mir auch echt gut gefallen. Ich finde es sehr interessant, einfach weil, also es ist sehr gut geschrieben. Man hat jetzt vor allem nur Ella kennengelernt in dem ersten Kapitel und dem Prolog. Man hat aber auch ja, erfahren, wie es zu dem Unfall kam, den sie hatte. Und sie hat jetzt ihre neue Familie, beziehungsweise die Familie von ihrem Vater kennengelernt, was ich sehr spannend fand. Und ich finde einfach den Punkt, dass sie war in einer Verbrennungsklinik, weil sie eben beim Unfall sehr schwere Verbrennungen erlitten hat und sieht jetzt eben nicht mehr aus wie ein normaler Mensch. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken kann, aber ist halt ein bisschen entstellt, würde ich sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie damit, gerade wenn sie, falls sie Cinder kennenlernt, damit umgeht, wie er damit umgeht und generell wie andere Menschen damit umgehen, falls das irgendwie davor kommt. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall vormerken und wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, es zu lesen, vielleicht ist es ja irgendwann in meiner Bibliothek oder sowas zum Ausleihen oder ich kaufe es mir so, weil als E-Book kostet es 9,99 €, da kann ich es mir auch fast als normales Buch kaufen. Aber ich gucke erstmal, ob es das in meiner Bibliothek gibt, ist auf jeden Fall vorgemerkt. Und ja, genau, das ist das zweite Buch. Ich habe mir auch schon mein drittes Buch rausgesucht. Und zwar ist das von, Moment, muss gerade laden, von Kristen Callahan, Game On. Oh, ich habe mir den vierten Band, ich wollte natürlich den ersten Band, da muss ich noch ganz kurz die Leseprobe runterladen. Ja, es geht auf jeden Fall um die Game On-Reihe, den ersten Band, Mein Herz will dich. Es gibt einige, die davon schwärmen. Ich habe von der Reihe schon sehr oft was gehört, allerdings eben gesagt, wie noch nicht, wie eben gesagt, noch nichts gelesen. Hier geht es um Anna Jones und sie will einen guten College-Abschluss machen. Und dann verliebt sie sich aber eben in den Starkwaterback True Baylor. Und das passt ihr eigentlich so gar nicht in den Kram. Aber True ist eben sexy, charmant und selbstbewusst und sonnt sich gerne im Licht der Öffentlichkeit. Auch nach einer heißen Nacht mit ihm ist Anna sich sicher, mehr als ein One-Night-Stand darf die Sache nicht werden.
Aber True hat sich in den Kopf gesetzt, Anna für sich zu gewinnen. Und wenn er beim Football eines gelernt hat, dann, dass man hartnäckig bleiben muss, wenn man den Sieg davontragen will. Hört sich sehr interessant an. So Sportlergeschichten habe ich jetzt noch nicht so arg viele gelesen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie mir das Ganze gefällt. Das ist übrigens das Cover, wenn ihr es so könnt es ganz gut erkennen. Das ist wie gesagt der erste Band, aber ich glaube, man könnte sie auch alle unabhängig voneinander lesen. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich in den Kommentaren. Ich bin mir da absolut nicht sicher. Dem werde ich mich jetzt auf jeden Fall widmen und euch dann berichten, wie es mir gefallen hat. So, ihr Lieben, ich habe die letzten paar Minuten jetzt mit Lesen von Game On, Mein Herz will dich von Kristen Kellyanne, verbracht. Das ist genau mein Buch. Also ich werde mir das Buch definitiv irgendwie besorgen. Wahrscheinlich als physisches Buch, nicht als E-Book. Ich habe mega Bock auf das Buch. Es waren die ersten zwei Kapitel drin. Ich glaube, vom zweiten Kapitel war nicht alles dabei, aber ein Ausschnitt und der Prolog. Also ich hatte relativ lang zu lesen, ungefähr 20 Minuten jetzt. Das war relativ lang und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe letztens ein Video gesehen von 5 Booktuberinnen, meine ich war das. Die haben da ihre Top 5 Bookboyfriends vorgestellt. Und ich meine, 2 davon haben auch True Baylor vorgestellt aus Game On, der jetzt hier Protagonist ist mit Anna Jones, so genau. Und das könnte ein Buch sein, was mir wirklich richtig, richtig gut gefällt. Das wird auf jeden Fall auf meine Liste wandern. Ich werde es mir auf jeden Fall irgendwie besorgen. Ich weiß noch nicht, ob gebraucht oder ob neu. Ich habe mega Bock auf das Buch. Jetzt werde ich erstmal saugen. Das heißt, ich weiß auch nicht genau, wann ich mich melden werde mit dem nächsten Buch. Ich weiß auch noch nicht, welches ich als nächstes lesen werde. Das entscheide ich dann, wenn ich gesaugt habe. Und dann würde ich sagen, melde ich mich bei euch wieder. Neuer Tag, gleicher Platz und ich habe mich in ein anderes Outfit geschmissen, weil einfach der nächste Tag ist. Wie ich gestern aber auch schon angekündigt habe, geht das Ganze über 2 Tage. Ich habe gestern schon 3 Bücher gelesen und werde heute noch 2 Bücher lesen. Ich habe mir auch schon das nächste rausgesucht. Ich muss jetzt ganz kurz mal mein Kindle öffnen. Und zwar habe ich mich für Trust von Kylie Scott entschieden. Ja, das Cover hat mich einfach optisch angesprochen und der Klappentext hörte sich auch ganz interessant an. Sonst wäre das Buch offensichtlich nicht in diesem Video gelandet. Ich werde euch jetzt den Klappentext mal vorlesen, weil wenn ich das in eigene Worte fassen würde, würde das wahrscheinlich die Hälfte nicht verstehen. Deswegen lese ich einfach mal vor. Eddie Millen hat hohe Erwartungen an ihr letztes Highschool-Jahr. Mitten in einen Raubüberfall zu stolpern und beinahe zu sterben, gehörte allerdings nicht dazu. Von einem Moment auf den anderen änderte sich ihr Leben grundlegend. Als ihr die Blicke und das Gerede ihrer Mitschüler zu viel werden, wechselt sie kurzerhand die Schule, nicht ahnend, dass sie dort John Cole wiedersehen würde, den Jungen, der ihr an jenem Abend das Leben rettete. Die wildesten Gerüchte ranken sich um John, er sei gewalttätig und deale mit Drogen. Doch auch wenn Eddie weiß, dass sie womöglich ihr Herz aufs Spiel setzt, kann sie und will sie nicht gegen Gefühle ankämpfen, die John in ihr hervorruft. Ich bin super schlecht im Vorlesen. Ich muss das einfach mal ein bisschen üben, aber ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, Bücher sind, wie gesagt, alle in der Infobox verlinkt. Und ich werde jetzt einfach mal die ersten Kapitel lesen, also die Leseprobe einfach mal lesen und melde mich dann danach wieder und berichte euch, wie mir das Ganze gefallen hat. Aber ich bin ziemlich sicher, dass mir das Buch gefallen wird, zumindest vom Anfang her. Meistens gefallen mir die Bücher ja vom Anfang her und dann ab der Mitte. Also wenn sie einfach nicht bessert oder sowas, gefallen sie mir dann meistens nicht so gut. Aber Deluxe Verlag, da gibt es wenig Bücher, die mir so gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Deswegen glaube ich schon, dass es mir gefallen wird. Aber ich lese es jetzt und melde mich dann bei euch. Okay, ich habe euch, glaube ich, gar nicht das Cover vorhin gezeigt. Deswegen hier nochmal ganz kurz, ihr Cover, ihr könnt es erkennen, aber wie gesagt, Bücher in der Infobox. Ich habe das Buch jetzt gelesen. Es war ein Kapitel. Ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, denn Edie heißt sie, nicht Eddie, wie ich vorhin gesagt habe, sie heißt Edie, gerät in einen Raubüberfall, den wir jetzt hier gerade im ersten Kapitel eben mitverfolgen. Und wir lernen eben Edie kennen und lernen John kennen, aber noch nicht näher oder sowas und auch noch nicht viel mehr, sodass ich dazu gar nicht viel sagen kann. Aber es hört sich, also es lässt sich auf jeden Fall sehr gut lesen. Man kommt ultra schnell voran. Ich werde mir das Buch, glaube ich, nochmal näher angucken, weil es mich eigentlich schon sehr interessiert. Hätte ich vielleicht noch 1-2 Kapitel mehr zum Lesen gehabt. Ich guck mal, vielleicht kann ich es mir irgendwo ausleihen. Weil ich weiß nicht, ob das ganz, aber eigentlich müsste es
mein Geschmack sein, weil das meistens bei Lux-Büchern eben so ist. Aber wie gesagt, genau kann ich zu ihr nichts sagen, weil es eben nur der Raubüberfall ist und sie stecken da halt immer noch nicht drin, sie wurde noch nicht gerettet oder sowas. Deswegen kann ich dazu halt überhaupt nichts sagen, aber ich behalte das Buch im Hinterkopf, werde mir das mal aufschreiben und werde mal gucken, ob ich mir das vielleicht in meiner Bücherei irgendwie ausleihen kann. Und jetzt machen wir noch das letzte Buch. Da habe ich mir nämlich auch schon eins rausgesucht und zwar ist das hier Still Broken von April Dawson. Das Buch ist, glaube ich, gar nicht so lange schon raus. Ich werde gerade mal schauen. Und dann kann ich euch auch direkt den Klappentext vorlesen, weil auch hier weiß ich nicht, worum es geht. Das Buch ist erschienen am 1.10. Ist auch gar nicht so dick, also lässt sich auch relativ schnell lesen, denke ich. Aber kommen wir mal zum Klappentext. Eine Liebe, die jede Träne wert ist. Als Nora sich am College in den unnahbaren Max verliebt, beginnt die aufregendste Zeit ihres Lebens. Die Gefühle zwischen ihnen sind leidenschaftlich, echt und so völlig anders als alles, was sie zuvor erlebt hat, auch wenn alle sie vor Max gewarnt haben. Je näher sie sich kommen, desto deutlicher spürt Nora allerdings, dass Max etwas vor ihr verbirgt, aber auch, dass ihre Liebe jeden Kampf wert ist, selbst wenn Max Geheimnis ihr Leben für immer auf den Kopf stellen könnte. Hört sich an wie so ein typischer New Adult, Young Adult, ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied ist, Roman an. Ich finde das Cover unglaublich schön. Ich glaube, als Buch sieht es noch mal ein bisschen schöner aus als E-Book. So. Ich werde jetzt aber erstmal, hier gibt es, ich habe es gerade gesehen, auch eine Spotify-Playlist gab es übrigens bei Trust von Kylie Scott eben auch schon. Und ich werde jetzt mal die ersten Kapitel lesen. Es sind, glaube ich, zwei Kapitel, die es hier gibt. Okay, es steht hier nicht, aber ich glaube, es sind zwei Kapitel. Wenn ich das gelesen habe, melde ich mich wie gehabt wieder bei euch und gebe euch ein kleines Fazit dazu. Ach ja, bei Liebesromanen tue ich mir einfach ein bisschen schwer. Mir gefällt er einfach viel zu viel gut. Auch einfach jetzt wie bei Still Broken. Es gefällt mir einfach. Ich habe die ersten zwei Kapitel gelesen und es war sehr nett zu lesen. Es war wieder ziemlich typisch einfach. Aber es gefällt mir halt einfach. Ich mag dieses schlichte, schöne, lockere. Auch ein bisschen erotisch mag ich einfach sehr gerne. Das ist genau mein Ding und kann mich einfach immer unterhalten. Und das gefällt mir auch in ziemlich vielen Fällen sehr gut. Ich habe meistens nur Kleinigkeiten, die mir nicht gefallen. Aber das kann ich ja jetzt vorher auch nicht sagen. Dazu muss ich das ganze Buch gelesen haben. Aber so von dem ersten Eindruck gefällt es mir wirklich sehr gut. Und auch das wird auf meine Liste wandern. Ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreiches Video für mich. Ich habe noch einige andere Bücher, wo ich mir Leseproben runtergeladen habe, die ich auch demnächst irgendwann mal mir durchlesen möchte. Ich werde dazu auch einfach ein Dry Chapter drehen. Die werden aber sehr wahrscheinlich erst alle im nächsten Jahr online kommen, weil ich den kompletten Dezember schon durchgeplant habe. Also wundert euch da nicht. Ich habe da nämlich mega Bock drauf und es macht mega, mega viel Spaß. Ich finde, das ist ja einfach gut, um meine Geschichte reinzulesen, ob der Schreibstil auch für einen was ist. Und ob einem das Buch irgendwie zusagt, ob mir dann tatsächlich das ganze Buch ganz gut gefällt, kann ich ja jetzt vorab nicht sagen. Aber wenn mir die ersten ein, zwei Kapitel gut gefallen, kann ich mir das Buch ja immer noch genauer anschauen. Außerdem glaube ich, dass ich meinen Lesegeschmack doch schon sehr gut kenne und weiß, was mir gefällt. Und bei Liebesromanen lag ich bisher eigentlich noch gar nicht so extrem falsch. Wenn euch das Format gefallen hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich sowas über das Jahr verteilt, nächstes Jahr auch noch immer mal öfter machen, weil es gibt ja immer Bücher, die ja mir in den Kopf herumschwirren oder die ich sehe, die auf BookTube oder auch auf Instagram viel gezeigt werden, von denen ich noch nichts gehört habe oder aber auch nicht weiß, ob das für mich ist, dass ich da einfach eine Leseprobe lese. Das ja, könnte ich einfach öfter machen, werde ich wahrscheinlich auch öfter machen, egal ob ihr es wollt oder nicht, ihr müsst dann da einfach durch. Aber ich finde es einfach immer ganz nett, weil man so noch ein paar Bücher mehr kennenlernt. Ja, gerade weil nächstes Jahr unglaublich viele Reihenanfänger starten. Ich habe nämlich schon mal angefangen, Neuerscheinungen rauszuschreiben und es erscheinen so viele gute Bücher oder zumindest erscheint das so am Anfang. Und wenn die Bücher dann irgendwann draußen sind und ich sie mir nicht, also nicht weiß, ob ich sie mir kaufen soll oder ja, wie auch immer, dann werde ich mir auch einfach die Leseprobe runterladen.
oder einfach die Leseprobe durchlesen, um zu schauen, ob das Buch was für mich sein könnte. Deswegen werde ich das einfach das Jahr über verteilt machen mit so 5 Büchern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge. Und dann möchte ich das Video an der Stelle beenden. Ich habe, glaube ich, lang genug gequasselt und ich glaube, das waren auch genug Informationen für euch. Vielleicht hat das Video euch ja auch irgendwas gebracht. Vielleicht ja, könnt ihr mir zu irgendeinem Buch irgendwie schon eure Meinung zu sagen, weil ihr es gelesen habt. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder.